Vielleicht kennst du die Aufstellungsarbeit, das Familienaufstellen. Vielleicht hast du das auch schon selber ausprobiert, Erfahrungen damit gemacht. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser heutigen Zeit, dass wir diese Arbeit nicht mehr brauchen. Und warum, das möchte ich dir gleich erklären. Und ich freue mich sehr, dass dich dieses Thema interessiert und du angeschaltet hast. Und ja, ich spreche aus meiner Wahrheit. Schau, was mit dir in Resonanz geht, wo du spürst, wo du fühlst, ja, das stimmt überein mit deiner eigenen Wahrheit. Oder vielleicht stellst du auch fest, dass es nicht mit deiner Wahrheit übereinstimmt. Dann ist das genauso in Ordnung. Es gibt nicht diese eine ultimative Wahrheit, sondern man kann die Dinge aus vielerlei Perspektive, aus vielerlei verschiedenen Bewusstseinsaspekten betrachten. Und ja, und deswegen ist das eine nicht falsch und das andere richtiger, sondern schau, wo du damit etwas anfangen kannst für dich und dein Leben. Ja, und es gibt bestimmt viele Menschen, die haben sehr positive Erfahrungen gemacht mit der Familienaufstellung. Das ist auch wunderbar und sie konnten vielleicht Blockaden lösen und Dinge klären, die sie sonst hätten nicht gewusst. Und das ist in Ordnung, ja. Und ich möchte wieder ein bisschen grafisch arbeiten, weil mir das immer hilft und vielleicht hilft es dir auch im Verständnis. Und wir beginnen vor der Geburt, in unserer vorgeburtlichen Planungsphase, denn die haben wir alle als Seele, bevor wir uns hier inkarnieren, hier auf der Erde geboren werden, dass wir uns einen Plan machen, einen Plan, was wir erfahren wollen, was wir erleben wollen, wer wir sein wollen, wie wir aussehen wollen. Und das planen wir sozusagen. Und ich zeichne das mal hier so ein als dieses Bewusstseinsfeld, das sozusagen in diesem Raum vor dem Leben, da ist uns das alles bewusst, da sind wir uns vollkommen bewusst, wer wir sind und wer die anderen sind und dass wir ein Spiel spielen hier auf der Erde, um Erfahrungen machen zu können. Und ja, und dort sind wir uns dessen bewusst. Und dort gibt es auch kein Schuld und kein Karma und dass wir noch Dinge auflösen müssen. Das existiert hier nicht. Hier sind wir in einem Bewusstseinsfeld, wo es keine Polarität gibt, wo es kein Gut und Böse gibt, kein Besser und Schlechter gibt, sondern hier sind wir in einem Feld, wo wir sagen, ja, wir spielen dieses Spiel hier auf der Erde mit und wollen ganz bestimmte Dinge erfahren, bestimmte Levels des Spieles erfahren. Also wir planen hier in dieser vorgeburtlichen Planung, wenn wir unseren Seelenplan machen, wie wir aussehen wollen, also unser Aussehen. Wir planen unsere Eltern, wie unsere Eltern sein sollen, wie sie aussehen sollen, wie sie sich verhalten sollen, wie sie von ihrer Art her sein sollen, ob wir Geschwister haben oder sonstige Personen, mit denen wir Beziehungen haben, unsere Beziehungen. Dann natürlich das Land, wo wir geboren sind, die Voraussetzungen, in die wir hineingeboren werden wollen, zum Beispiel in ein Land, wo es die Grundbedürfnisse gestillt sind, wo ich mich in andere Bereiche entwickeln kann, oder ein Land, wo es sehr schwierig ist, wo es vielleicht Hunger gibt, wo es Krieg gibt. Also das suchen wir uns alles ganz, ganz detailliert raus im Grunde, welchen Beruf wir mal machen wollen und welche Herausforderungen und welche Erfahrungen wir machen wollen. Und natürlich noch sehr viel mehr. Ich habe das jetzt hier nur so ein bisschen versucht abzukürzen. Und das packen wir uns alles in unseren ganz persönlichen Rucksack, den wir mitnehmen, wenn wir uns hier inkarnieren. Denn jedes Mal, wenn wir uns inkarnieren, vergessen wir dieses Feld hier oben. Ja? Und wir erleben uns dann in der Dualität, in der Polarität. Und wissen nicht, dass wir das alles mal geplant hatten und denken, um Gottes Willen, das kann nicht sein, dass ich mir das herausgesucht habe. Aber so ist es. Und jeder andere Spieler macht das genauso.
Und das macht das Spiel ja noch viel interessanter. Wir planen zwar hier Dinge, aber jeder plant das und dann kommen wir hier ins Spielfeld und dann funktioniert manches, manches funktioniert gar nicht, wie wir es vielleicht geplant haben. Und dass dieses Spiel dann trotzdem doch irgendwie funktioniert und wir diese Erfahrungen und Herausforderungen, die wir machen wollten, in irgendeiner Weise doch erfahren können, das ist dieses, ja, dieses Perfekte, dieses Tolle an diesem Spiel im Grunde, ja, dass wir hier spielen. Und da gibt es natürlich verschiedene Levels, weil wir schon hier eben verschiedene Erfahrungen gemacht haben, vielleicht verschiedene Leben gelebt haben und ganz bewusst uns raussuchen, was wir jetzt in diesem nächsten Level erleben wollen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir noch bestimmte Schulden erlösen müssen. Das hat damit nichts zu tun. Wir haben den freien Willen und können ganz frei unseren Rucksack packen mit immer, was wir wollen. Es kann natürlich sein, wir machen hier auch auf der Erdebene Absprachen in irgendeinem Leben, dass wir sagen, im nächsten Leben aber, da will ich das mal andersrum erfahren. Und das fließt natürlich hier unter Umständen mit ein. Also dieses Spiel ist so variantenreich, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Aber wie gesagt, wir planen uns dieses Spiel und planen uns unsere Eltern im Grunde. Ja, unseren Vater und unsere Mutter. Und der Vater hat eine DNA, die Mutter hat eine DNA und sie sorgen dafür, dass ein physischer Körper entsteht. Ja, die DNA von Mutter und Vater sozusagen ergibt ja dann unseren Körper. Und die Seele, sie braucht einen Körper. Ohne Körper kann sie sich hier nicht inkarnieren. Also dieser Körper muss im Grunde schon erstellt werden, geschaffen werden, damit sie sich mit ihren Aspekten hier hinein inkarnieren kann. Also das ist etwas, was wichtig ist zu verstehen. Das ist im Grunde unsere, man spricht auch manchmal von dieser Blaupause, von dieser ganzen energetischen Information, die wir mit hier auf die Erde bringen und die wird zum Teil in der DNA gespeichert. Ja, und als eine Art Lichtcode wird das gespeichert und als Informationsfeld, als lichtvolles Informationsfeld kann man vielleicht sagen. Und das schaltet sich manchmal so nach und nach ein, wenn die Zeit da ist, wenn wir vielleicht ein bestimmtes Alter erreicht haben, damit eine bestimmte Erfahrung möglich ist, dann schaltet sich dieses Feld ein und sucht natürlich für eine Resonanz. Wir haben hier immer den freien Willen und können an jeder Biegung sozusagen entscheiden, ob wir rechts oder links gehen. Das haben wir. Und dieses Spiel ist so perfekt, dass wir trotzdem diese Dinge, die wir erleben wollen, in irgendeiner Weise hier auf der Erde erleben können, wenn wir wollen. Wir können auch Dinge einfach sagen, dass wir sie nicht erleben wollen. Auch das haben wir die Möglichkeit. Also der freie Wille ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was immer geachtet wird. Und jetzt gilt es zu verstehen, dass wir also diese Seele sind, die sich zwar in diesen Körper inkarniert, aber das, was diesen Körper, dieses Seelenfeld ausmacht, das ist etwas, was total unabhängig ist von dem Erfahrungsfeld und dem Energiefeld meines Vaters und dem Erfahrungs- und der Blaupause meiner Mutter. Also das ist, im Grunde habe ich meinen ganz eigenen Rucksack gepackt mit all dem, was ich erleben will und erfahren will. Und das hat die Mutter genauso gemacht, wie der Vater das genauso gemacht hat, wie der Bruder oder die Schwester das genauso gemacht hat, wie die Oma das gemacht hat und der Opa gemacht hat. Und das gilt es zu verstehen, dass wir alle im Grunde dieses unabhängige, vollkommene Feld schon sind. Und dass es da nichts gibt, was wir lösen müssen in der Familienstruktur. Natürlich erfahren wir oder erleben wir, spüren wir Energien. Wir sind energetische Wesen. Alles ist Energie. Das heißt, ich spüre dieses Energiefeld meines Vaters, dieses Informationsfeld auf jeden Fall und meiner Mutter und meiner Schwester und meines Bruders. Aber ich bin trotzdem total unabhängig davon. Ja, sie können mir nichts wegnehmen,
sozusagen, und sie können mir nichts dazufügen. Das ist etwas, was es wichtig ist zu verstehen. Wir machen Erfahrungen miteinander, mit Menschen, um zu lernen, um zu spüren, um zu fühlen, vor allem um eben Dinge zu fühlen. Aber sie sind wirklich voneinander, sind wir unabhängige Felder. Und deswegen ist das Familienstellen etwas, das wir im Grunde nicht notwendigerweise uns weiterhilft, wenn wir dieses Konzept verstanden haben. Es gibt ein energetisches Informationsfeld, ein Gitternetz sozusagen, das alle Menschen ein Stück weit miteinander verbindet. Es gibt verschiedene Gitternetze und innerhalb dieses Gitternetzes findet, das ist wie ein Kommunikationsnetz, findet ein energetischer Austausch statt. Das heißt, ich kann die Energie auch meiner Mutter lesen. Es kommt natürlich darauf an, inwieweit ich mir dessen bewusst bin und was ich rauslesen kann. Ich werde immer nur einen Teil rauslesen können oder meines Vaters oder meines Opas. Und es ist vielleicht ein Stück weit auch manchmal das, was wir spüren, dieses, wenn wir vor allem feinfühlig sind, wir spüren die Energie eines anderen Menschen. Aber das heißt nicht, dass diese Energie uns in irgendeiner Weise beeinflussen muss oder kann. Und je mehr wir uns dessen bewusst werden, wer wir sind, und deswegen hilft vielleicht dieses Video ein Stück weit, das zu verstehen, dass du dieses unabhängige Feld bist, weißt du, dass du davon unabhängig bist, von den Emotionen, Gefühlen, Strukturen, die es dort gibt innerhalb der Familie. Und dass es da nichts gibt, was man auflösen muss. Ich meine, das Familienstellen hat seine Berechtigung in dem Sinne, dass uns Dinge bewusst gemacht werden. Und allein dieses Bewusstmachen reicht schon aus, dass wir umso mehr erkennen, wer wir sind. Und dass der andere nicht die Macht hat, uns in unserem souveränen Feld sozusagen zu beeinflussen, zu beeinträchtigen vor allem. Das gilt es zu verstehen. Und noch interessanter ist es, wenn wir jetzt noch unsere Vorleben dazu nehmen würden, aber ich glaube, da mache ich dazu mal ein extra Video. Ja, wenn dich das Thema interessiert oder je mehr wir jetzt auch in die vierte Dimension hineingehen und ein Teil der Menschen, die solche Videos schauen, die sind schon dabei, in die vierte Dimension hineinzugehen, umso bewusster wird uns das ganze System. Und umso mehr verstehen wir, dass wir auch in der spirituellen Community sozusagen ganz viele Glaubenssätze haben, die wir einfach übernehmen, weil viele Menschen in diesem System agieren und Dinge für richtig erklären und wir übernehmen sie, ohne sie zu hinterfragen. Deswegen ist es wichtig, spür in dich selber hinein, mit was du in Resonanz gehst. Und je mehr wir jetzt in die vierte Dimension gehen, umso mehr wird uns das bewusst. Und wenn dich das noch mehr interessiert mit der vierten Dimension, das ist sehr, sehr interessant, woran du erkennen kannst, ob du schon in der vierten Dimension bist, was es da für Merkmale gibt. Dazu mache ich ein Seminar im Mitte März. Ich verlinke das unten in der Infobox, wenn dich das interessiert. Ja, ich bin gespannt auf eure Fragen und freue mich auch über einen Daumen hoch oder wenn du meinen Kanal abonnierst und sage Namaste.